Update, Rainer Füllmich. Die Aussage von Antonio Fischer hat mich heute ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, aber es wird ja immer schlimmer. Aber es ist wichtig, dass ihr einfach die Informationen bekommt. Antonio Fischer hat tatsächlich rausgehauen heute: Wir wollten dich in den Knast bringen. Das war ihre Aussage. Und natürlich werden wir darüber noch sprechen. Im Detail, und da gibt es einiges zu diskutieren. Werden Katja Wörmer habe ich auch im Sinn, sie dazu zu schalten, weil ich finde, sie macht immer eine sehr gute Zusammenfassung. Sie hat, also meiner Meinung nach, finde ich, ein gutes Gedächtnis, wie sie das immer entsprechend wiederholen kann. Ja, machen wir das mal langsam angehen. Vielleicht mal ein Feedback meiner Seite betreffend dieser Datei, die ja jetzt auf der ganzen Welt herumschwirrt. Viele sagen, ja, es sieht nicht echt aus. Also natürlich ist das nicht die echte Akte von Rainer Füllmich. Es ist nur in Anführungszeichen eine Abschrift. Also ich hoffe, dass das alle Menschen verstanden haben. Und ja, ich schaue mal da. Ich bekomme immer wieder neue Nachrichten und ich schaue, ob etwas dabei ist, dass ich dann auch entsprechend auch publizieren kann. Bin natürlich, es ist momentan, melden sich sehr viele Leute und das bin ich sehr, sehr dankbar. Es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, ich habe da was, schau mal, ob das möglich ist, das zu publizieren. Es kommen auch immer mehr Tendenzen zu Whistleblower, weil die einfach die Schnauze voll haben und sagen, hey, ich lasse jetzt das raus, mir ist das scheißegal, da kommt einiges auf uns zu. Aber es ist gut, es ist sehr gut, es ist wichtig, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Vor allem gestern, dieses Video geht momentan viral. Wir sind dran, gerade das entsprechend zu übersetzen, dass wir das dann auch auf Englisch haben. Vor allem das Video mit Christoph Miseré, was sehr wichtig ist, dass das in allen Sprachen ist. Vielleicht nochmal als Wiederholung. Ich habe gestern Nacht ja, ein bisschen wenig geschlafen, aber es spielt keine Rolle. Schlaf wird überbewertet. Ich zeige euch das mal, weil ich mache jetzt mal so langsames Eintauchen in die Materie von heute. Wir haben ja ein bisschen Zeit. So, also ich zeige euch das mal. Das ist mein Kanal. Also, das ist nicht so. So, wo hat es angefangen? Genau. Da war das Dossier, das ich mit euch geteilt habe. Das ist Dossier Rainer Füllmich in Deutsch. Das könnt ihr runterladen. Wir können das mal schnell anschauen. Dann sieht das so aus. Ich habe das da entsprechend. Da seht ihr das, wenn das. Ist das, was mein Team abgetippt hat vom Original, weil das war ja nur in Papierform. Deshalb ist das wichtig, dass ihr das kennt. Das könnt ihr gerne lesen. Die krassesten Geschichten sind die Seite 6 und 7. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr das gerne dann auch angucken. Das Dossier habe ich in Deutsch, ist original. Und dann gibt es hier die Dossier habe ich mit DeepL. DeepL ist eine Software, die übersetzt recht gut. Ich habe einige Feedbacks bekommen, dass der Inhalt okay ist. Bitte, wenn ihr ganz krasse Fehler seht, dann könnt ihr das gerne melden. Das Gefühl, das geht gar nicht, dann bitte melden. Aber ansonsten, der Inhalt sei sehr gut verständlich. Ich habe jetzt mal Türkisch, Russisch, was ist das? Portugiesisch, Polnisch, Italienisch, Ungarisch, Griechisch, Französisch, Spanisch und Englisch übersetzen lassen. Das könnt ihr natürlich in der ganzen Welt verteilen, wo ihr entsprechend die Leute dann auf der ganzen Welt kennt. Wichtiger Punkt, da seht ihr nochmal die Sprachen, das entsprechend weiterleiten. Wichtig. Dann habe ich hier die Sendung von gestern, ist auch da, die könnt ihr nochmal anschauen. Ihr seht hier die Zeitmarken, wo ihr draufklicken könnt. Und dann ist hier das wichtige Interview mit Miseré von gestern um circa knappe 7 Minuten, wo wahrscheinlich ziemlich durch die Decke geht. 70.000 haben das schon angeschaut. Danke an alle, die entsprechend das weitergeleitet hat. Das kommt dann auch für Englisch. Ich möchte vor allem Englisch abdecken. Und jetzt, wir sind schon fast 5.000 Leute. Was jetzt wichtig ist, und das ist euren Job. Überlegt euch, wie kommen wir an die Großen ran? Ich bin
ich sage mal, Träumen kann man ja. Wie kommen wir zum Beispiel an Elon Musk? Wie kommen wir an Tucker Carlson? Wie kommen wir an die Eva dran in Holland? Die großen Kanäle, die grundsätzlich offen sind, die ein Unrecht in der Justiz in Deutschland bekannt machen wollen, haben wir Möglichkeiten, in den Mainstream zu kommen? Haben wir Möglichkeiten, habt ihr Kontakte mit Journalisten, die sagen, ups, das ist jetzt doch ein bisschen too much? Das ist jetzt wichtig, dass ihr alle Möglichkeiten ausschöpft, das muss viral gehen, weil wir haben momentan die Möglichkeiten, mit der RKI-Files wird Druck aufgebaut. Wir haben andere Leaks, das sind die, ach, was haben wir noch? Der Briefverkehr zwischen RKI und BioNTech wird auch spannend sein. Wir haben auch Möglichkeiten bei der Österreich sind auch Protokolle aufgekommen und so weiter und so fort. Natürlich werden wir intern auch die Sachen verbreiten, wie zum Beispiel Dexter und so weiter und so fort. Übrigens, Stichwort Wodarg, Wolfgang Wodarg, habe ich dieses Video auch geschickt. Ich habe ihm gesagt, es wäre schön, wenn er sich mal melden würde, weil ich ihm ja das Angebot gemacht habe, dass wir uns mal zu zweit unterhalten könnten. Vielleicht hat er auch mal das Interesse, mal eine andere Sichtweise zu sehen, anstatt vielleicht nur die Sichtweise von Viviane Fischer. Also das wäre ja vielleicht mal ein Angebot, das ich ihm gemacht habe, das er bis jetzt nicht angenommen hat. Und da werden wir natürlich dranbleiben und schauen, ob er bereit ist, auch mal was anderes zu sehen. Auch das Video von gestern habe ich geschickt und es geht ja darum, wenn Wolfgang Wodarg, und davon gehe ich immer noch aus, interessiert ist an der Wahrheit, dann würde ich mir wünschen, dass er wie soll ich sagen, wie kann man das am besten benennen, diese Geschichte, die er mit Rainer vielleicht auch im Nachhinein bedauert rausgelassen hat, sagen kann, okay, das war es nicht so das Beste und wir müssen das vielleicht korrigieren, respektive ich möchte das genauer anschauen und kann er vielleicht auch mal über seinen Schatten springen, wer weiß, wer weiß. Ist mir wichtig, dass ihr einfach das überlegt, weil wir sind mittlerweile was sind wir da? Über 5000 Menschen, die Möglichkeiten haben. Stellt euch vor, wir haben alle Kontakte. Alle, jeder Einzelne hier hat Kontakte. Überlegt euch. Jetzt können wir beweisen, dass wir eine Schwarmintelligenz haben. Und das ist wichtig. Ich habe auf eins natürlich das Material schon zugeschickt. Die Redaktion hat sich bedankt. Ich weiß noch nicht, was sie damit machen werden. So, also. Okay, also wenn ich ab und zu mal abwesend bin, seid nicht erstaunt. Ich bekomme einige Nachrichten im Hintergrund und schaue ab und zu, ob da was dabei ist, ob da was dabei sein könnte, was eher von Interesse ist. So, natürlich werden wir die Kontakte von Rainer auch angehen. Ich bin am Überlegen, das wird sich morgen herausstellen, ob es Möglichkeiten gibt, am Samstag Rainer zu besuchen. Falls das möglich ist, schaue ich mal, ob ich noch hier bleibe. Ist halt auch so, es ist, ja. Gut. Roger Köppel würde ich gerne grundsätzlich interviewen, aber natürlich auch auf diesem Gebiet. Wäre natürlich cool, wenn ihr jemanden kennt. Ueli Maurer ist eigentlich auch tendenziell sehr kritisch, bin ich dran. Also ihr seht, ich versuche das natürlich so gut als möglich zu streuen. Ja, kann ich nur sagen, im Hintergrund geht die Post wirklich ab. Das ist krass. So, wo fangen wir an? Wir haben natürlich auch das Interview auf 1. Wir haben den Post gesehen. Schauen mal schnell, wie können wir das Interview anschauen? Dann am Wo ist das Interview da? So. Schauen wir das als erstes an. Bei Katja wird nachher live sein, da können wir da die Zusammenfassung miteinander anhören. Da gibt es einiges zu berichten. Ja, also, gucken wir das mal an. Anwältin Katja Wörmer-Füllmich wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. So, schauen wir mal, was sie dazu sagen hat.
Weil auf 1, muss ich leider sagen, hat einen Fehler gemacht. Die hat ein Video rausgehauen, das 6 Wochen alt war. Das hat überhaupt nicht mehr zusammengestimmt. Und deshalb finde ich das gut, dass sie reagiert haben. Wir haben das versucht dann zu vermitteln. Katja Wörmer hat dann gestern noch zwischen den Terminen versucht, dieses Interview zu geben. Und wir hören das jetzt mal zusammen an. Katja Wörmer ist deutsche Rechtsanwältin und Autorin. Sie vertritt den inhaftierten Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich, über dessen Prozess ich mich jetzt mit ihr unterhalten werde. Ich begrüße Sie, Frau Wörmer. Guten Tag. Frau Rechtsanwältin Wörmer, Sie kommen gerade aktuell vom 9. Verhandlungstag gegen Herrn Füllmich. Wie hat sich das Geschehen heute aus Ihrer Sicht dargestellt? Ja, also heute wurde eine Anzeigenerstatterin vernommen, und zwar Frau Antonia Fischer. Das ist eine von den drei Anzeigenerstattern. Die Anzeige wurde am 2.9.22 gegen Herrn Dr. Füllmich eingereicht, und heute wurde sie den ganzen Tag vernommen. Am Anfang der Sitzung gab es allerdings noch einige andere Dinge zu klären und eine Überraschung, die dem Publikum quasi vorgetragen wurde von meinem Mitverteidiger. Dr. Füllmich hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft heute selbst mit einer Anzeige gegen einen Staatsanwalt beantwortet. Was hat es denn damit auf sich? Damit hat es auf sich, dass es offensichtlich ein Dossier des Verfassungsschutzes oder des Bundeskriminalamtes gibt, aus dem hervorgeht, dass Herr Dr. Füllmich beobachtet wurde. Spätestens seit dem August 2021 wurde er vom Verfassungsschutz beobachtet. Es wurden ja, Maßnahmen geplant, wie und in welcher Weise er beobachtet werden kann, und was er macht, wurde genau beobachtet. Die Bildung des Corona-Ausschusses, wie er vorher auch schon tätig war, nämlich gegen die Deutsche Bank und in den sogenannten Schrottimmobilienfällen. Es wurde dann ganz genau geplant, wie man vorgehen kann, dass man zum Beispiel verhindert, dass er jemals ein politisches Amt bekleiden kann, dass es mögliche strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn geben soll und dass es mögliche Strafvorwürfe geben soll, die durch eventuell fingierte oder konstruierte Geschehnisse begründet werden sollten. Also das Dossier deutet tatsächlich darauf hin, dass man hier etwas geplant hat im Hintergrund mit sogenannten verdeckten Ermittlern und verdeckten Personen, woraus man dann strafrechtliche Vorwürfe gegen Herrn Dr. Füllmich würde in der Zukunft begründen können. Laut Viviane Fischer wird unter den ehemaligen Kollegen des Corona-Ausschusses nicht mehr miteinander kommuniziert. Was könnten die Gründe dafür sein? Die Gründe dafür sind, dass Viviane Fischer den Mandanten am 2.9.22 in einer Ausschusssitzung im Endeffekt aus dem Corona-Ausschuss ausgeschlossen hat. Sie hat vor der Sitzung behauptet, dass die an diesem Tag nicht stattfindet. Sie hat ihm sämtliche digitale Zugänge gekappt und ist dann an die Öffentlichkeit getreten und hat von Unregelmäßigkeiten oder finanziellen Unregelmäßigkeiten gesprochen. Und danach ist das natürlich gebrochen, und man hat sich dann gegenseitig beschuldigt. Viviane Fischer ist auch vor Gericht vernommen worden. Und die Frage ist, ob es hier nicht auch auf ihrer Seite mögliche Verfehlungen gibt, was noch nicht geklärt ist. Frau Rechtsanwältin Fischer soll kürzlich in einer Verhandlung zugegeben haben, dass die umstrittene Darlehensvergabe erfolgte, um die Spendengelder vor einer Pfändung zu schützen. Bricht damit nicht ein großer Teil der Anklage zusammen? Das ist richtig. Und zwar gab es schon seit dem Sommer 2020 immer wieder Kontokündigungen. Die Ärzte für Aufklärung hatten Kontokündigungen. Bei dem Verein MBDFG gab es Gerüchte, dass Konten eingefroren wurden. Und insofern wusste man, dass in der Szene der Corona-Kritiker und der Vereinigung, die sich da der Aufklärungsarbeit verschrieben hatten, immer wieder Kontokündigungen gab und eventuell auch Spendengelder eingefroren und dem eigentlichen Zweck entzogen werden würden. Und aufgrund dessen ist der Mandant dann auf die Idee gekommen, dass man zum einen Gold kaufen könnte, um das Geld von den Konten zu kriegen, die Spendengelder, oder aber andere Wertspeicher, wie zum Beispiel hier die Sicherung in seiner Immobilie wählen könnte, um die Gelder zu sichern und von Bankkonten quasi
fernzukriegen. Herr Füllmich muss ja bis zum Ende des Verfahrens in Untersuchungshaft bleiben. Kann man aus dieser Entscheidung des Gerichts Rückschlüsse auf den Ausgang des Prozesses ziehen? Kann man meines Erachtens nicht unbedingt, weil der Haftgrund hier Fluchtgefahr ist. Herr Füllmich ist unter anderem in Untersuchungshaft, weil er sich vorher halt ein halbes Jahr in Mexiko aufgehalten hat. Seine Ehefrau befindet sich nach wie vor in Mexiko und man geht davon aus, dass, ja, dass er möglicherweise dann auch wieder darin zurückkehren würde. Er hat auch weitere Kontakte ins Ausland. Er hatte eine Ranch in den USA, in Kalifornien. Und man möchte hier zunächst das Strafverfahren zu Ende bringen. Und der Ausgang des Strafverfahrens ist aber meines Erachtens davon völlig unabhängig. Vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund der heutigen Ereignisse, dass es offensichtlich ein Dossier des Verfassungsschutzes gibt, was hier möglicherweise den Grund für die strafrechtlichen Ermittlungen gebildet hat und wo es offenbar auch eine oder möglicherweise eine Zusammenarbeit der hiesigen Staatsanwaltschaft mit dem Verfassungsschutz geben könnte. Diese Verdachtsmomente stehen aktuell im Raum. Frau Wörmer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses informative Gespräch und sage vielen Dank und alles Gute nach Deutschland. Dankeschön, ebenfalls Ihnen alles Danke Gute. sehr. Jo, da muss man doch mal sagen, dass das ein ganz anderes Interview war. Und ich bin sehr froh, dass auf eins das so jetzt auch korrigiert hat, weil wir sind uns, glaube ich, einig, die Fragen, die beim letzten Interview gestellt wurden vor 6 Wochen, die waren nicht neutral und die waren sehr speziell gestellt. Und das hier fand ich ganz eine andere Sache. Vielen Dank an Stefan Magnet, der meine Nachricht beantwortet hat und sich darum gekümmert hat, dass heute, respektive gestern, das korrigiert wurde. Er hat dann auch geschrieben, da gibt es auch eine Message, dass sie sich grundsätzlich nicht an solche Prozesse beteiligen und versuchen, neutral und so weiter das durchzugehen. Yes, also das mal viel zu kurz das Interview. Ja und nein, aber wisst ihr, Menschen, die, sage jetzt mal, neutral sind, wenn das Interview zu lange ist, würden sie es nicht schauen. Entschuldigung, würden Sie es nicht schauen? Und deshalb sind die 6 Minuten sehr gut. Was vielleicht ein bisschen irritierend war, das ist euch vielleicht aufgefallen, ist ganz klar, er muss bis am Schluss in U-Haft bleiben. Woher weiß er das? Ich glaube, das war ihm dessen nicht bewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwelche Insider-Informationen hat. Das wollte ich auch noch klären. So, jetzt muss ich gucken. Ich weiß, dass die Katja Wörmer noch am Telefonieren ist. Das ist so, wir werden das natürlich dranbleiben. Wenn sie dann parat ist, wird sie sich bei mir melden. Natürlich haben wir Stoff genug und deshalb schreibe ich hier. Dann können wir das auch erledigen. Also. Gut, vielleicht als Vorschau, dass ich das auch schon mal sagen kann. Morgen ist eine JVA, da werde ich hingehen. Okay. Sie ist parat, wir werden gleich anrufen. Morgen ist eine JVA eine Art Event, wo der Schlüssel vom, glaube ich, pensionierten JVA-Direktor übergeben wird. Es werden 120 Leute erwartet mit einem Fest. Ich werde versuchen, dort zu sein. Und wer weiß vor der JVA, dass, wenn es klappt, mal gucken, ich weiß nicht, wie das ist, mal gucken. Da sind ja auch Justizminister und so weiter, kommen da von Niedersachsen, was ich gehört habe. Sicher mal interessant, dass man da mal einfach schaut, was da ist. Weil es ist ja morgen auch Mahnwache. Ich finde das ein super Timing. Die werden um 11 Uhr dort sein. Das sind meistens so 10 Leute. Also liebe Menschen, wenn ihr in der Nähe von Göttingen seid, kommt also Rossdorf morgen um 11 Uhr, kommt doch dorthin und unterstützt die Mahnwache für Rainer Füllmich. Und dann können wir das miteinander anschauen, was da passiert. Ich habe mitbekommen, dass die, glaube ich, um 11:30 kommen werden, so plus minus, und bis 15 Uhr dieser Event geht. Das ist intern, da werden wir keinen zu, also wir können da nicht dabei sein, aber vielleicht kommen da Leute, die man kennt oder auch nicht kennt, und laufen dann zum Haupttor und dann könnte man sagen, ja, hatten Sie Lust, da mal ein Wort zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Auf jeden Fall wäre das natürlich cool, wenn wir morgen ein paar Leute dort wären. So, jetzt rufe ich mal Katja Wörmer an. Ich glaube, sie ist parat.
Hallo Katja. Hallo Roger. Hi, schön, dass du dir Zeit Guten nimmst. Abend. Guten Abend. Wir sind wieder ein paar Leute, die zuschauen. Anscheinend hast du das gestern sehr gut gemacht und ich denke, sie wollen deinen Erzählungen wieder lauschen, weil ich muss mal gucken, wir sind mittlerweile wieder über 6000 Menschen, die zuhören. Ich habe dein Interview von gestern den Menschen gezeigt, wo du auf 1 gegeben hast. Ich muss sagen, ist natürlich ganz was anderes als das, was sie mit Viviane Fischer gemacht haben vor 6 Wochen. Ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen, das auch ein bisschen zu korrigieren, die Aussagen, die da getätigt wurden, und der aktuelle Stand abzudaten. Hast du das, es zwar kurz, aber ich finde es gut, hast du es auch so empfunden mit auf 1? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, dass die, wenn die so ein Interview machen, das immer sehr professionell machen, dass man kriegt kurz vorher die Fragen. Es geht dann sehr knackig, schnell und die wickeln das schon professionell ab. Also das muss man ihnen lassen. Also deswegen Daumen hoch und nochmal vielen Dank. Angenehmes Zusammenarbeiten. Genau, und wenn Sie jetzt öfter vielleicht auch mal aktuell von unserem Prozess berichten, das wäre doch sehr begrüßenswert. Das würde ich auch so sehen, Quasi, aber oder es ist eigentlich schon die ganze Zeit spannend, aber jetzt steigt die Spannungskurve vielleicht nochmal. Ja. definitiv. Genau. Ich sehe zwar sehr gestresst aus, finde ich, aber man ist ja immer sehr kritisch Das, selbst. das ist Vor allen Dingen als Frau, ja. alles gut. Ja, Katja, wir Ja. können den heutigen Tag miteinander besprechen. Ich glaube, da waren ein paar Sachen Ja. dabei, wo ich sagen muss, wow, ich bin selber ein bisschen schockiert gewesen. Also ich habe es im Titel heute auch erwähnt. Da war die Aussage dabei, ich kann das, glaube ich, sogar zitieren, aber natürlich werden wir den ganzen Tag Revue passieren. Da habe ich zweimal hinhören müssen. Wir wollten dich in den Knast bringen, war eine Aussage. Also das war, glaube ich, schon ziemlich heftig. Hast du das auch so empfunden? Ja, das war gut, jetzt auch sehr umgangssprachlich ausgedrückt, Ja. aber gut, man muss sagen, immerhin eine ehrliche Aussage, ja, insofern begrüßenswert, schonungslos ehrlich sozusagen, weil ja, die Aussage ist natürlich schockierend, aber ja, wenn es denn so ist, dann ist es halt wenigstens mal ausgesprochen, wobei der Justus Hoffmann das ja auch schon gesagt hat, nicht? Genau. Also wir erinnern uns, Ja. genau das hat er auch gesagt und Antonia Fischer hat das heute tatsächlich auch bestätigt. Ja, ich war ein bisschen einfach überrascht, weil Justus Hoffmann weiß man ja, dass er ganz ein anderer Typ ist. Der war ja sogar sehr aggressiv, kann man glaube ich so sagen. Da sind jetzt doch einige Wochen vorbeigegangen. Die Antonia Fischer war ja oft, glaube ich, sogar meistens dabei. Die hat ja mitbekommen, was da geht. Da hätte ich mir jetzt schon gedacht, dass sie das einfach, dass das noch eins zu eins bestätigt, fast im gleichen Ausmaß wie Justus Hoffmann, hat mich sehr überrascht, weil das hätte man auch anders formulieren können. Aber es ist ja gut, dass sie es gesagt hat, weil das spricht anscheinend die Wahrheit, was, so wie sie es denkt. Ja, also ich meine, klar, die Wahrheit ist halt nicht immer schön oder nicht Ja. immer angenehm, nicht? Aber klar, sie hätte das natürlich auch umschreiben können, aber es ist natürlich ja schon sehr erstaunlich. Also vor allen Dingen fragt man sich dann, ich meine, dass der ganze Austausch, der ging ja wohl von Anfang 23, also Anfang des Jahres 23 bis kurz vor der Verhaftung von Rainer Füllmich, also über ein Dreivierteljahr. Und da wurden fast täglich E-Mails ausgetauscht. Da fragt man sich natürlich schon. Also das ist ja auch ein unheimlicher Arbeits- und Zeitaufwand für die gewesen. Absolut. Da kann man natürlich wirklich schon fast von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft sprechen. Ne? Also das ist, Also, wir können ja. vielleicht ein bisschen chronologisch, dass wir das versuchen, weil du hast da ein sehr gutes Gedächtnis, um das wiederzugeben. Die wichtigsten Punkte, wo denkst du, wo wollen wir anfangen, der Tag ein bisschen zusammenzufassen? Ja, also ich meine, wir haben ja, ich muss jetzt tatsächlich auch schon überlegen, wir hatten ja heute tatsächlich nur Ihre Zeugeneinvernahme. Wir Ja. hatten sonst, glaube ich, nachmittags wurde die Öffentlichkeit dann zwischendurch mal ausgeschlossen. Und ja, dann war es halt auch irgendwie schon zu Ende am frühen Nachmittag Ja. und Also ich kann mich ja, erinnern, was. vielleicht als ich habe mir da Notizen gemacht,
Da am Anfang war, dass dieses Datenleak war so ein bisschen ein Thema, dass sie das, glaube ich, einfach nochmal geschildert hat, wie das passiert ist. Vielleicht kannst du da zwei, drei Sachen sagen, wie du das von der Zeugin wahrgenommen hast. Genau, stimmt, richtig. Jetzt, wo du es sagst, dadurch, dass es schon so viele Tage sind, zu Ja. wissen eben. Aber genau so hat der Tag heute angefangen. Ich habe im Endeffekt nach dem Datenleak nochmal gefragt, weil ich das wichtig fand. Ich wollte nochmal rausarbeiten, wie denn da jetzt nun die Mandatsbearbeitung für dieses Thema Sammelklage seitens Marcel Templin oder seitens der Hafenanwälte war. Und wie im Endeffekt dann auch diese Geschichte mit der Kündigung war, mit der Mandatskündigung, dass quasi das Datenleak tatsächlich stattgefunden hat. Da lag mir jetzt halt auch eine E-Mail vor von einer Betroffenen dazu, die ich ja dann auch teilweise vorgelesen habe und Antonia Fischer damit konfrontiert habe. Bisher war das in der Vergangenheit teilweise nicht so ganz klar, ob es dieses Datenleak jetzt tatsächlich gegeben hat oder nicht, weil ich glaube, dass der Justus Hoffmann sich in seiner Zeugeneinvernahme da auch so ein bisschen gewunden hat bei dem Thema und das nicht so richtig zugeben wollte. Jetzt habe ich da eine E-Mail vorgelegt bekommen von einer Zeugin und Antonia Fischer hat das ja dann auch bestätigt, dass es diesen Datenschutzvorfall in der Form gab, Ja. dass sie offensichtlich dann auch Entschuldigungs-E-Mails oder Aufklärungs-E-Mails an die Betroffenen geschickt haben, dass sie es auch der Behörde gemeldet haben und dass sie danach dann halt auch Beschwerden bekommen haben oder auch einige Mandanten gekündigt haben. Und das hat ja Rainer für mich auch schon immer bestätigt, dass sich auch viele bei ihm gemeldet haben und er darüber dann auch Kenntnis erlangt hat. Und aufgrund dieses Datenschutzvorfalls hat er ja dann auch die Mandanten, also die Teilnehmer dieser Klägergemeinschaft Class Action kontaktiert, beziehungsweise die haben ihn kontaktiert, sind davon ausgegangen, dass sie direkt seine Mandanten sind, größtenteils, wie er sagt, und haben das dann im Endeffekt zum Anlass genommen, um, als sie erfahren haben, dass sie eigentlich quasi formell Mandanten von Marcel Templin sind, dass sie gesagt haben, nee, dann möchten wir jetzt direkt ihre Mandanten werden, Herr Füllmich. Und da gab es ja dann quasi die Mandatskündigung und das Unterschreiben einer direkten Vollmacht für die Kanzlei Füllmich. Und da liegen uns über 900 Vollmachten vor, die wir dann jetzt auch bei Gericht einreichen werden, um dieses Thema halt hier also abzuschließen oder zumindest erstmal rund zu machen, auch nachzuweisen, auch wenn wir den Marcel Templin selbst als Zeugen natürlich auch noch vernehmen werden. Aber ich denke, wir können die Unterlagen da auch jetzt schon einreichen. Dass das endlich auch mal quasi geklärt ist, dass es halt diese über 900 Vollmachten tatsächlich gibt, weil das wird ja immer wieder vehement bestritten. Das hat Antonia Fischer auch heute wieder bestritten, beziehungsweise gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass die Mandanten tatsächlich direkt bei Rainer Füllmich quasi ja ihn beauftragen wollten. Und also sie geht davon aus, dass die Mandate immer noch bei den Hafenanwälten sind und dass die von ihnen nach wie vor betreut werden und auch angeschrieben werden. Und sie würden da angeblich auch Klageprojekte planen, nach Rückfrage, was denn da konkret passiert wäre oder was konkret geplant werde, hat sie dann aber auch bestätigt, dass im Endeffekt da seit 2 Jahren meines Erachtens eigentlich nichts passiert ist, sondern dass sie quasi auf den richtigen Moment warten, wann man was machen könnte. Und ja, das ist im Endeffekt das, was Sie ja Rainer Füllmich auch vorwerfen, dass er angeblich keine Sammelklage eingereicht hätte, was nicht stimmt, aber das wird ja immer wieder behauptet. Und wenn man dann aber nachfragt, haben Sie selber ja auch überhaupt keine konkreten Klageprojekte offensichtlich bisher gestartet. Also das hat Antonia Fischer zumindest heute so bestätigt. Also, das ist mir auch aufgefallen, dass sie das gesagt hat, das kann doch nicht stimmen, dass da 900 Mandate, das müsste man noch beweisen. Und das könnt ihr beweisen, dass das ungefähr 900 Mandate sind. Also, die Vollmachten, besser gesagt, könnt ihr dann auch nachreichen, dass da mal dieser Diskussionspunkt auch aus dem Weg geräumt ist. Sie Genau. hat Anzahl hat sie nicht so richtig beantworten können in Bezug auf das Datenleak. Ja, wie viele haben dann zurückgemeldet oder sich beschwert? Ja, dann war der Inhalt von diesem Mail war, dass der Justus Hoffmann bei der Bild im Fernsehen war. Das war ja auch ein Thema anscheinend. Und die
Kündigung war dann direkt bei Marcel Templin, aber sie hat erwähnt, dass es nur so fünf oder sechs, was sie sich erinnern kann, da, wo da gekündigt hätten. Das vielleicht noch als Zusatz, was ich mir so notiert habe. Und sie hatten dieses Sammelpostfach, wo ja auch sehr dubios ist. Irgendwie geht alles rein, aber niemand hat es wirklich bearbeitet, oder wie kann man sich das, wie hast du das wahrgenommen? Naja, sie sagte, dass mittlerweile die E-Mail-Adresse wohl abgeschaltet wäre. Also die E-Mail, die mir da vorliegt, die war, meine ich, von Frühjahr oder Sommer 22. Also da bestand diese E-Mail-Adresse offensichtlich noch. Mittlerweile soll die angeblich abgeschaltet sein. Und deswegen kriegt sie halt auch keine E-Mails mehr von den Teilnehmern der Sammelklage. Bisher war die Einlassung ja so, dass sie die Mandate alle drei bearbeitet hätten. Also Justus Hoffmann, Antonia Fischer und Marcel Templin seien auch gemeinsam ja immer zu Veranstaltungen gefahren in ganz Deutschland und hätten das Sammelklageprojekt beworben. Das hat sie ja, hatte Justus Hoffmann ja schon dargestellt und das hat sie heute auch nochmal bestätigt. Und dann sagt sie, sie wäre auch in die Mandatsbearbeitung mit eingebunden gewesen, hat aber dann irgendwann heute später bei der Befragung letztlich gesagt, dass die Sammel-E-Mail nicht mehr bestehen würde und dass sie seitdem halt auch nichts mehr mitkriegen würde aus dem Projekt. Also das ging immer so ein bisschen hin und her. Letztlich, worauf Rainer Füll mich natürlich auch hingewiesen hat, ist, dass keiner von den drei Hafenanwälten eine internationale Anwaltszulassung hat, also im angloamerikanischen Raum und deswegen natürlich schon gar nicht so eine Sammelklage, wie sie ursprünglich geplant war und auch nach wie vor ist und auch von Rainer Füllmich betrieben wird, im angloamerikanischen Raum durchführen könnte. Also das können die schon rein praktisch nicht. Und sie wollten das jetzt, so wie sie sich heute ausgedrückt hat, dann irgendwo hier in Deutschland was alternativ anbieten. Aber unklar blieb halt, mit welchen Mandanten sie da jetzt konkret kommunizieren, welche Mandanten das halt zusammen mit den Hafenanwälten weiter betreiben möchten, weil das widerspricht ja der Tatsache, dass offensichtlich über 900 Mandanten. Ich glaube, es waren ursprünglich über 1000. Aber wenn von etwas über 1000, wobei ich die ursprüngliche Zahl von den Teilnehmern der Class Action jetzt tatsächlich nicht kenne, aber wenn davon über 900 oder sogar 950 ungefähr dann das Mandat bei den Hafenanwälten aufkündigen und stattdessen direkt die Kanzlei Füllmich beauftragen, dann können da ja nicht so viele übergeblieben sein. Ja, das sehe ich genau gleich wie du. Abgesehen davon haben auch ein paar wenige das Geld zurückverlangt, was ja dann auch meines Wissens ausbezahlt wurde. Also diese Mandanten dürfte man dann auch nicht mehr in die Statistik aufnehmen, zumindest nicht aktive. Und das wäre noch interessant zu wissen, von wie vielen Mandanten reden wir denn da. Aber das, glaube ich, war heute keine Information. Was natürlich auch spannend ist, weil Sie sagen, Sie möchten ja selber jetzt die Sammelklage dann irgendwie versuchen zu generieren. Sammelklage im Sinne von Class Action ist ja in Deutschland gar nicht möglich. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie soll das Ganze aussehen, wenn in Deutschland das ja, man weiß, dass es in Deutschland nicht geht, aber Sie haben keine internationale Zulassung. Was wollen Sie denn genau für eine Sammelklage werden? So, zum Rande. Ja, also das ist so ein bisschen offen geblieben. Dann hat sie ja letztlich auch auf den Marcel Templin verwiesen. Ich meine, dass der Justus Hoffmann da auch keine konkreten Antworten geben konnte während seiner Vernehmung. Und Antonia Fischer hat heute auf einige Fragen geantwortet. Meines Erachtens hat sie sich dann halt in der Hinsicht auch widersprochen, dass sie einerseits sagte, sie wollen eben ein Klageprojekt in Deutschland machen, dann gibt es aber wiederum hier gar keine Sammelklagen. Dann warten sie halt doch, bis sich was anbietet oder der richtige Zeitpunkt ist. Oder man wolle dieses laufende Strafverfahren abwarten, beziehungsweise. Ja, man weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Mandanten da noch von der Kanzlei Hafenanwälte betreut werden. Also das blieb doch dann alles ziemlich im Unklaren. Also Ja, der Rainer hat heute ganz klar auch die Antonia Fischer gefragt, ja, wie funktioniert dann so eine Class Action und wie macht man das genau? Und dann muss man sagen, da kam nicht wirklich viel. Also muss man einfach sagen, sie hat von dieser Technik, wie man das wirklich macht, nicht wirklich eine große Ahnung.
Nein, und zur Sprache kam auch, dass es da halt immer regelmäßig Mandanteninformationsschreiben gab, Ja. die direkt offensichtlich aus der Kanzlei Füllmich auch versandt worden sind, die von Rainer Füllmich formuliert worden sind und die dann teilweise wohl, glaube ich, noch unter dem Briefkopf oder über diese Seite da von der Corona-Schadensersatzklage versandt worden sind, aber die waren halt immer von Rainer Füllmich formuliert. Und dass die wohl inhaltlich gar nicht bekannt waren, teilweise bei ihr oder vielleicht auch vollständig, weil er hat dann da einige Dinge zitiert, wo er wohl Klage, ja, Vorhaben, die er in der Vergangenheit durchgeführt hat, beschrieben hat, auch in diesen Informationsschreiben an die Mandanten, und das war ihr offensichtlich nicht bekannt. Ja, ich habe mir noch eine Notiz gemacht, würde dich gerne bitten, das ein bisschen auszuführen. Ich habe geschrieben, die haben eine Klage oder eine Anzeige gemacht am 2.9. und der Rainer Füllmich und auch du haben versucht, da nachzufragen, was war eigentlich der Grund? Und am Schluss kam eigentlich raus, dass es am Schluss nur wegen der Auskunftsverweigerung sie diese Anzeige gemacht haben. Hast du das auch so gesehen? Naja, also eben, einmal hat sie immer wieder moniert, dass ihnen die Unterlagen nicht vorgelegt worden sind, damals während der Zeit des gemeinsamen Corona-Ausschusses, dass sie immer wieder nach Unterlagen nachgefragt hätten zur finanziellen Situation des Ausschusses. Da wurde ihnen nichts vorgelegt oder halt nur eine unvollständige Excel-Tabelle vorgelegt. Angeblich, und dann seien sie auf die Steuerberaterin verwiesen worden, die hat ihnen dann aber auch keine Auskunft gegeben. Und dann hat man sich aber hinterher oder seit Anfang 22 auch gar nicht mehr drum gekümmert, dann hätte man aufgegeben gehabt, und dann hat sich halt im Sommer 22 Viviane Fischer an die beiden gewandt, an Antonia Fischer und den Dr. Justus Hoffmann. Und hat ihnen den E-Mail-Verkehr der letzten 6 Wochen weitergeleitet. Und als sie das gelesen haben, da waren sie so sauer, dass sie dann die Strafanzeige gestellt haben. Also das Ja, war meines Erachtens die Geschichte, ja. das sehe ich auch so. Es war natürlich spannend, da haben wir auch die Frage gestellt, ja, Moment mal, wieso habt ihr nicht zivilrechtlich? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das auch einzuklagen, das Darlehen, das wäre ja möglich gewesen. Genau, man hätte vorgerichtlich anmahnen können, man hätte den Zivilrechtsweg beschreiten können, aber das wäre halt kostenaufwendig gewesen und auch recht umständlich. Antonia Fischer meinte dann, dann wäre man jetzt noch nicht so weit wie heute im Strafverfahren. Das möchte ich doch stark bezweifeln, weil das war ja Mitte 22 und wir haben jetzt Frühjahr oder bald Mitte 24, also wir sind fast 2 Jahre später, also. Da wäre man vor dem Zivilgericht schon weiter gewesen. Ob man da Erfolg gehabt hätte, ist die zweite Frage. Aber ich denke, dass ein Verfahren vor einem Zivilgericht zumindest in der ersten Instanz mittlerweile abgeschlossen wäre. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den man diskutieren muss, war diese Sitzung von Gesellschaftsproblem, weil es gab eine Sitzung, wo man versuchen wollte, diese erste Gesellschaft einzutragen, weil, wenn ich das richtig verstehe, sobald sie eingetragen ist, wäre die Haftung nicht mehr bei den Privatpersonen, sondern bei der Gesellschaft. Das wiederum hat ja Antonia Fischer gesagt, Hilfe, Hilfe, ich kann nicht mehr schlafen, oder der Steuerberater gesagt, also ich könnte mit diesen Geschichten nicht mehr schlafen, hat also Angst geschürt. Und der aktuelle Stand ist so, dass noch keine einzige wie sagen wir, einen Steuerbescheid gibt. Und dann hat man auch nachgefragt, ja, Antonia Fischer, wie sieht es denn aus? Mit wie viel Steuern musst du rechnen? Und sie konnte keine Zahlen nennen. Und das war dann auch, fand ich, sehr speziell, diese Aussagen. Sie hat dann auch von Existenzbedrohung geredet. Ich glaube, das kannst du auch noch ein bisschen ausführen. Ja, also sie sagte immer, ihr Steuerberater würde ihr so viel Angst machen, dass sie halt gar nicht mehr schlafen könnte, und der würde ihr immer schreiben, es sieht ganz, ganz schlimm aus, und wenn ich sie wäre, dann könnte ich gar kein Auge mehr zutun. Also da fragt man sich dann auch, was die Intention dieses Steuerberaters ist. Ich kenne das eigentlich nicht so, dass Steuerberater in der Form kommunizieren. Es gibt auch keine hundertprozentige Steuerlast in Deutschland, auch wenn die Steuerlast in Deutschland recht hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern. Aber hier wurde angeblich der Teufel an die Wand gemalt, um das mal so auszudrücken. Also wir haben ja auf diesen Vergleichsvorschlag, der jetzt nochmal Anfang des Jahres kam, angespielt. Und
Sie sagen halt, sie bräuchten alles quasi, sie bräuchten die Darlehenssumme in Höhe von 700.000 Euro zurück, nochmal unabhängig von dem von Marcel Templin vereinnahmten Geld. Sie bräuchten die Liquidierung des Goldes und möglicherweise auch noch zusätzliche Gelder und Kostenerstattungen, die da mal im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten für den Corona-Ausschuss angefallen sind. Also sie brauchen mindestens 2 Millionen Euro, um mögliche Steuerschulden angeblich zu tilgen, die da auf sie zukommen können. Und ja, das erscheint mir doch alles sehr abenteuerlich. Also klar, der Corona-Ausschuss noch mehr Spenden eingenommen als 2 Millionen Euro, aber dass es da jetzt eine Steuerlast von in Höhe von 2 Millionen Euro geben sollte, die von den beiden Gesellschaftern zu zahlen wären, ja, ist schwer vorstellbar. Aber, und es gibt wohl bisher auch nur, der Steuerberater hat wohl die, ich kann es jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig wiedergeben, möglicherweise Körperschaftssteuerbescheide, die es da vorläufig gab, die sind alle auf Null runtergesetzt worden. Und sie hat heute von einer Steuerschuld berichtet in Höhe von 7.000 Euro und dann den Kosten für den Steuerberater. Das sollen nochmal 20.000 Euro ungefähr gewesen sein. Also das sind aber ganz andere Zahlen als jetzt mehrere hunderttausend Euro oder sogar 2 Millionen Euro. Also das ist ja ein riesiger Unterschied. Finde ich auch. Sie hat sogar, das hat Rainer nachgefragt, ich war sehr überrascht, was sie gesagt hat, hey, Antonia, willst du mir wirklich sagen, dass der Steuerberater gesagt hat, dass möglicherweise dieses Geld von 1,7 Millionen 100% dann ausgegeben werden müsste, für Steuer zu bezahlen? Ja, und dann hat sie so ein bisschen hin und her, ja, das kann man nicht ausschließen, glaube ich, sowas in dieser Art. Also nicht genau der gleiche Wortlaut, aber es war, glaube ich, in diese Richtung, was sie gesagt hat. Ja, genau. Also, es gibt halt keine 100% Steuerschuld in Deutschland. Das sowieso nicht. Das hört sich so an. Und sie sagte ja auch, auf meine Rückfrage, warum sie nicht einfach aus der Gesellschaft ausgeschieden sind, das wäre keine Option gewesen, weil selbst wenn man einfach ausscheidet, könnte man hinterher angeblich noch in Höhe der gesamten Gesellschafteranteile, also der fiktiven Gesellschafteranteile, müsste man ja dann sagen, steuerrechtlich in Anspruch genommen werden. Und da muss man, ja, also ich bin jetzt auch kein Steuerberater, da müsste ich auch nochmal mit einem Experten sprechen, aber dass man, wenn man selber überhaupt keine Einnahmen hatte und möglicherweise dann nur diesen eingezahlten Gesellschafteranteil in Höhe von 125 Euro erhalten würde, dass man dann selber persönlich noch in Anspruch genommen werden kann, obwohl vielleicht andere die Gesellschaft fortgeführt haben und dann über das Gesellschaftsvermögen verfügen, das würde ich doch stark bezweifeln. Mhm. Das würde ja dementsprechend, dass die beiden jetzt quasi da noch Geschäftsführer sind. Viviane Fischer ist noch Mitgesellschafterin. Ob sie es bleibt oder nicht, da gab es ja wohl auch mal Diskussionen, dass sie ausgeschlossen werden sollte. Im Moment hörte sich das heute nicht mehr so an, nach der Aussage von Antonia Fischer, aber das weiß man nicht, das kann ja sich auch möglicherweise ändern. Aber das wäre ja dann so, wie wenn man jetzt sagt, die brauchen das ganze Gesellschaftsvermögen, die drei oder die zwei, in Höhe von über 2 Millionen Euro, was noch übrig ist. Und letztlich kann es dann aber sein, dass die Steuerschulden bei Rainer Füllmich geltend gemacht werden vom Finanzamt, obwohl der überhaupt kein Gesellschaftsvermögen mehr hat. Also dann würde er ja wiederum in der Bredouille sitzen. Das ist wirklich krass, weil sie sagt immer, ja, wegen den Steuern, ich weiß nicht, wie viele Steuern, dass ich bezahlen muss. Und wenn ich dann weiß, wie viele Steuern, dann überlegen wir uns dann, wie es weitergeht. Das hat der Rainer dann auch beanstandet. Ja, Moment mal. Ihr wollt das Geld, also die 700.000, zurückführen in die erste Gesellschaft, dann das Gold, das wäre dann mittlerweile 1,2 Millionen mit dem Kursgewinn, wir reden fast von 2 Millionen, wollen die in der ersten Gesellschaft. Und dann hat Rainer zu Recht gefragt, ja, und dann, die Satzung sagt ganz klar, es geht um die Aufklärungsarbeit, was macht ihr dann? Ja, würdet ihr dann die Aufklärungsarbeit weiterführen? Könnt ihr das überhaupt? Weil da sind wir uns einig, Justus Hoffmann und Antonia Fischer sind jetzt wahrscheinlich nicht die geeigneten Personen, diesen Corona-Ausschuss oder auch ICIC, wo Rainer Füllmich dann weitergemacht hat, so vorzuführen, wie man es bis jetzt gesehen hat. Also das ist ja auch etwas, was man sich wirklich in Frage stellen soll. Was soll das? Und ich bin überzeugt, die Menschen jetzt zuschauen, mittlerweile sind wir 8.000 Menschen, die sind einige, die das gespendet haben, würden wahrscheinlich sagen, nee, also wenn Antonia Fischer
Fischer und Justus Hoffmann plötzlich der Corona-Ausschuss weiterführen, das wollen wir nicht. Davon bin ich persönlich überzeugt. Ja, es ging in diesem Zusammenhang ja auch um die Frage erstmal, warum Sie da den ersten Gesellschafterbeschluss nicht mit eingereicht haben, aus dem hervorging, dass Sie alle vier Geschäftsführer und alleinvertretungsbefugt waren und von 181 BGB befreit waren. Der wurde ja nicht eingereicht als Anlage zur Strafanzeige, sodass die Staatsanwaltschaft und das Gericht zunächst davon ausgegangen sind, dass die Darlehensverträge ohnehin nichtig gewesen wären, weil ja man nicht zwischen Viviane Fischer und Rainer Füllmich die hätte abschließen können mit den Unterschriften der beiden, dass sie auch ansonsten keine ja, Geschäfte oder Beauftragung von Dienstleistungen alleine hätten durchführen können. Dann hat man festgestellt im November, als man das Registergericht angefragt hat, dass es da diesen Gesellschafterbeschluss geht zur Alleinvertretungsbefugnis. Und das hätten sie aus Versehen vergessen, so hat Antonia Fischer sich heute Nein, eingelassen. Sie haben es aus Versehen vergessen, es war ein bedauerlicher einzureichen. Fehler. Ah, nein, das war das andere. Du hast recht, Entschuldigung. Ja, Das kommt noch mal eine Geschichte, ja. genau. Und auf die Rückfrage, warum Sie denn nicht selber zum Beispiel einfach eine Sekretärin eingestellt hätten, weil Ja. wenn Sie das gewusst haben, dass Sie alleinvertretungsbefugt waren, hätten Sie ja zum Beispiel auch selber einfach eine Mitarbeiterin Richtig. einstellen können, die die E-Mails bei Ihnen bearbeitet. Oder Sie hätten selber einfach tätig werden können. Ja. Und Sie haben halt offensichtlich immer gefragt, oder Antonia Fischer hat das so dargestellt, Sie haben dann halt nach einigen Dingen gefragt und dann haben Sie keine Antwort gekriegt. Und deswegen haben Sie dann halt auch keine weiteren Tätigkeiten entfaltet und halt auch nicht mehr an der Aufklärungsarbeit mitgewirkt. Also es hörte sich immer so an, als hätten die beiden oder zumindest Sie jetzt aus Ihrer Sicht auf was gewartet, auf ein Zeichen von Viviane Fischer oder Rainer Füllmich. Und wenn das nicht gekommen ist, aufgrund dessen haben Sie dann da halt auch nicht mitgemacht oder haben nichts gemacht. Ja, man muss auch wissen, dass da diverse E-Mails geschrieben worden sind, versendet worden sind und die beiden selten bis nie überhaupt was reagiert haben. Und wenn sie nicht reagieren und die Gesellschaft, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die verschiedenen Gesellschafter in dieser ersten Gesellschaft durften alleinige Unterschrift entsprechend agieren, jeder Einzelne. Und das haben sie dann auch gemacht. Aber in der Strafakte steht was ganz anderes. Welchen Punkt meinst du jetzt Der genau? Punkt, dass der Staatsanwalt hat ja diese Anzeige bekommen und da wird ja behauptet, dass die Gesellschaften nicht einzeln unterschreiben können. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Ja, Sie haben also das haben Sie im Endeffekt. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob es auch noch mal im Text der Strafanzeige so drin steht, aber Sie haben halt diesen Gesellschafterbeschluss, aus dem die Erlaubnis hervorgeht. Den haben Sie nicht in der Anlage mit eingereicht. Das Und wäre ja das ist sehr halt ein wichtig. ganz, eben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sich halt schon fragen kann. Also für mich sieht das natürlich wirklich nach Absicht aus und nicht nach Ja. einem Versehen. Weil das hat ja die Strafverfolgung hier im Endeffekt, naja, was heißt erst ermöglicht, aber deswegen hat die Staatsanwaltschaft ja auch direkt das Ermittlungsverfahren dann eingeleitet und dann auch das Hauptverfahren letztlich oder die Anklage erhoben. Wobei ich glaube, also meines Erachtens wäre das anders gelaufen, wenn man von Anfang an gewusst hätte, es gab eine Alleinvertretungsbefugnis und die waren davon in sich Geschäften Also einfach nochmal für die Leute, die es wesentlichen vielleicht, Einfluss ja. darauf gehabt, ob hier ermittelt worden wäre oder nicht. Okay. Also einfach für die Menschen ganz kurz, ich bin da auch der Laie, aber ich versuche das kurz zusammenzufassen. Es ist ein, Sie haben behauptet, Rainer Füllmich oder Viviane Fischer darf nicht Sachen entscheiden, wie ein Darlehen aufzunehmen oder was auch immer. Da braucht es mehrere Unterschriften und diese Aussage ist definitiv falsch. Und das hat der Staatsanwalt irgendwann mal so mitbekommen. Und wenn er das natürlich nicht korrigiert wird, dann kann das natürlich schon nach außen komisch ausschauen. Wieso haben Sie euch beide nicht gefragt? Das wäre eine legitime Frage. Aber jetzt ist das hoffentlich geklärt, dass alle verstanden haben, jeder einzelne von diesen vier konnte unterschreiben und im besten Wissen und Gewissen handeln. Genau, Ja. rechtlich wirksam handeln und das hat also keine Rechtswidrigkeit und erst recht keine Strafbarkeit ausgelöst, dass Genau. einer
alleine quasi Verträge unterschrieben hat oder Dienstleister beauftragt hat. Und das hat Viviane Fischer ja auch bestätigt im Rahmen ihrer Vernehmung, dass sie und Rainer Füllmich teilweise auch getrennt voneinander quasi einzeln Dienstleister beauftragt haben und sich da auch gar nicht unbedingt immer abgestimmt haben oder noch die Erlaubnis des anderen eingeholt haben. Also man hätte sich im Zweifel da dann informiert, aber es gab halt keinen formellen Prozess dafür und sie wussten halt, dass sie allein vertretungsberechtigt sind. Das wussten sie definitiv, ja. Ja, genau. Wichtiger Punkt, und ich glaube, wenn man bei dem Punkt können wir den zweiten auch dazu nehmen, weil es sind genau die zwei Punkte, wo Rainer auch denen ankreidet. Das war das, was du jetzt geschildert hast. Und der zweite Punkt, wo die Strafanzeige eigentlich beruht, ist diese Bedrohung, wo wegen dieser Bedrohung wurde dem Angeklagten über ein Jahr, also ein Jahr und drei Monate, kein Gewehr auf, nein, wie soll man dem, das muss mir schon helfen. Ja, Gehör. Rechtliches Gehör. Genau, gewährt. Rechtliches Gehör gewährt. Und da konnte Rainer nichts sagen. Und in dieser Strafanzeige stand, wenn sie diese entsprechende, das ist so bedrohlich, wenn das ein Gehör gewährt wird, dann ziehen wir die Anzeige zurück. Das ist, glaube ich, so ein sehr wichtiger Punkt. Ja, das haben Sie geschrieben. Ob das jetzt wirklich der entscheidende Punkt war, dass der Staatsanwalt Ihnen tatsächlich kein Gehör gewährt hat, das ist halt noch die Frage. Er hat dem allerdings auch nie widersprochen. Das ist ja jetzt ganz oft geäußert worden, ja. Sowohl schriftlich von uns als auch in der Verhandlung. Eine Reaktion der Staatsanwaltschaft darauf kam bisher nicht, auch nicht des Gerichts. Und insofern kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich vielleicht begründend war. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass Antonia Fischer ja heute dann irgendwann zugegeben hat, dass es natürlich so war, dass sie nicht wirklich davon ausgegangen ist, dass reinholt, weil da stand ja auch in der Strafanzeige sogar wortwörtlich drin, das hat sogar gestern der Vorsitzende, meine ich, zitiert, also vorgelesen an der Stelle als an der Befragung, dass sie gar nicht wussten, ob Rainer Füllmich überhaupt im Besitz einer Waffen als einer Waffe oder einer Waffenbesitzkarte oder eines Waffenscheins war. Also das war alles völlig unklar. Man hat sich da einfach auf diesen Spruch bezogen und daraus quasi die Winchester, dass man sich bedroht fühlt. Ja, ja, eben, die Winchester aus dem Schrank. Holen. Winchester aus dem Schrank war auch in der Anzeige zu lesen und das muss man sagen, mittlerweile auch lächerlich. Und jetzt kommt dann ein wichtiger Punkt, wo heute Antonia Fischer dann zugegeben hat. Was war jetzt schon wieder, was sie gesagt hat? Das war ein bedauerlicher Fehler. Du warst jetzt gerade weg, akustisch. Das war, genau, sie hat, das war ja heute auch eine Aussage von Antonia Fischer, wo sie gesagt hat, das war ein bedauerlicher Fehler wegen dieser Unterschriftengeschichte. Das hat sie so zugegeben. Ja, dass sie es unterschrieben hat und dass sie das inhaltlich gar nicht geprüft hat an der Stelle. Ja, genau. Weil sie hätte also das sie sehen im müssen. Endeffekt die aktuelle Bedrohungslage hat sie jetzt nur noch begründet mit diesem Spruch, ich lasse die Bombe platzen. Rainer Füllmich hätte im Rahmen irgendeines Zoom-Meetings, ich meine im Dezember 21, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, wo auch Martin Schwab anwesend gewesen sein soll, hätte er gesagt, ja, wenn wir uns jetzt nicht einigen oder wenn irgendwas nicht so und so ist, dann lasse ich die Bombe platzen und lasse euch hier mit den Trümmern der Gesellschaft zurück. Und da muss man sich natürlich fragen, inwiefern ist das überhaupt eine Bedrohung? Also das ist im Zweifel einfach so ein Ausspruch wahrscheinlich von ihm gewesen, sehr emotional, weil er sich möglicherweise über den Inhalt des Gesprächs geärgert hat, aber inwiefern das jetzt eine Drohung sein soll, ist natürlich sehr fraglich. Also, definitiv. Was das überhaupt konkret bedeuten sollte. Also, das ist ja sowas wie, ja, irgendwie verflixt nochmal oder mir platzt jetzt der Kragen oder ja, dann wären das für mich an. Schau, dass du ein Mikro. Also, ein verärgerter Ausruf. Ja, schau, dass du das Mikro also ein bisschen näher dran hast, weil du wirst ein bisschen leiser, wenn es geht. Gut, dann haben wir auch einen Punkt, wo Rainer gesagt hat, da hat er das ausgeschildert und gesagt, glaubst du wirklich, ich habe mich exponiert so lange Zeit und würde jetzt wegen 700.000 meinen Ruf aufs Spiel setzen, dass ich mit 700.000 abhaue und sage, jetzt bin ich zwar der böse Mann und würde 700.000 stehlen und Antonia Fischer hat dann wirklich so zugegeben, ja, das könnte sie sich vorstellen.
Naja, so Rainer Füllmich hat ein paar Mal darauf hingewiesen und auch von ihr nach Bestätigung gefragt, ob sie nicht auch quasi das so wahrgenommen hat, dass er quasi das Gesicht des Ausschusses war oder da halt einen wesentlichen Teil der Arbeit gemacht hat und ja, sich sehr angestrengt hat und fast seine ganzen Aktivitäten quasi nur noch um den Corona-Ausschuss in den 2 Jahren aufgebaut hat. Das hat sie meines Erachtens bestätigt. Und ja, er hat dann gefragt, meinst du, dass vor dem Hintergrund ich dann alleine wegen 700.000 Euro gesagt hätte, so, das war jetzt alles doch nicht ernst gemeint, ich setze mich jetzt mit dem Geld ab, das war ja genau und betrüge euch einfach. Ja. Und ja, das hatte nicht das Gefühl, dass sie das so richtig bestätigt. Also meines Erachtens war sie da doch sehr unsicher. Ja, also ich habe es wahrgenommen. Es kann natürlich sein, dass ich das falsch wahrgenommen habe. Das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber mir kam es so rüber, dass sie wirklich das Gefühl hatte, doch, das traue ich dem Rainer zu, dass er mit dem Geld abhaut. Ja, das schon, aber ja, das hat sie möglicherweise auch an anderer Stelle dann irgendwie Ja. bestätigt. Also sie hat ja immer wieder gesagt, sie haben ihm nicht geglaubt, dass er das Darlehen führen wollen. Aber sie hatte dafür keine konkreten Anhaltspunkte Ja. eigentlich. Also sie hat sich immer nur auf die E-Mail-Kommunikation berufen, die ihnen Viviane Fischer da im Sommer 22 weitergeleitet hat. Und sie hatten die aber noch nicht mal ganz gelesen. Sie haben die auch nicht überprüft. Sie haben dazu nicht die Stellungnahme von Rainer Füllmich eingeholt. Und sie haben überhaupt nicht mit ihm gesprochen und ihn da auch nicht mit konfrontiert. Sie haben dann einfach, weil sie auf ihn sauer waren, weil er ihnen da vorgeblich keinen Einblick in die Unterlagen zur finanziellen Situation des Status in der Vergangenheit gewährt hat. Deswegen waren sie so sauer auf ihn, dass sie dann, als sie diese E-Mails noch zusätzlich gelesen haben, direkt die Strafanzeige gestellt haben. Also so hat sie es dargestellt. Und ja, das ist natürlich sehr fragwürdig. Also ich weiß, dass wir uns wiederholen, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich jetzt erwähne, diese Anzeige wurde ja schon mal gestellt und wurde von der Oberstaatsanwältin, weißt du den Namen noch, von in Göttingen? Ja, das war die Oberstaatsanwältin Reinicke, genau. Über diesen Reinecke hat, hat Einstellungsbescheid wird immer wieder geredet, aber da gab es keine Strafanzeige, die jetzt wirklich von einem Beteiligten gestellt wurde. Da okay. wurde aufgrund dieser Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und der Kontenkündigungen waren da schon mal Ermittlungen eingeleitet worden, von Okay. Amts wegen. Also es ist eigentlich nicht ganz die gleiche Geschichte, das muss man auseinanderhalten, aber das wurde eigentlich damals dann nicht weiterverfolgt. Ging dann nach Ja, also Berlin. es war die gleiche Überprüfung quasi, aber Ja. da wurde dann halt einmal von Amts wegen eingeleitet, wegen den Geldwäsche-Verdachtsmeldungen durch die Banken. Das wurde kurz vorher eingestellt, ich glaube 2, 3 Monate vorher. Und dann wurde aufgrund der gestellten Strafanzeige durch die Hafenanwälte wurden dann die Ermittlungen, wurde wieder ein neues Ermittlungsverfahren eingeleitet und das ist in dieses aktuelle Okay. Strafverfahren gemündet. Ich habe mir noch eine Notiz gemacht, fand ich auch sehr spannend. Da kam es um den 2.9., wo Rainer nochmal darauf hingewiesen hat, mit einer Lüge haben sie Rainer Füllmich damit dann den Ausschuss nicht besuchen lassen. Er konnte dann nicht. Hat dann auch die Frage gestellt, wusstest du da, warst du da involviert oder so? Und dann hat sie wirklich gesagt, ich habe mich nicht weiter eingemischt. Das habe ich extra so notiert, weil ich mir das aufgefallen ist. Das fand ich dann schon eher interessant. Ich fand es ein bisschen schade, Rainer ging dann nicht auf das ein, weil er dann nachgefragt hat. Aber da hätte ich jetzt gerne nachgefragt, wie sie das gemeint hat. Nicht weiter eingemischt. Ja, ich hatte ja gefragt, ob sie davon wusste, ob sie informiert war von Viviane Fischer, dass man Rainer Füllmich aus dem Ausschuss ausschließen wollte. Das hat sie bestätigt, aber sie hat das eingeschränkt und zumindest an einer Stelle hat sie gesagt, sie hätten angeblich nur gewusst, dass er bei einer einzigen Sitzung nicht hätte teilnehmen sollen. Weil ich glaube, als das Thema nochmal aufkam, hat sie das dann nicht mehr so eingeschränkt. Aber ja, also dass sie das so gesagt hat, sie hätte sich da nicht eingemischt, dass ja, jeder Nicht nimmt Seite, weiter wenn es ihm eingemischt, was das habe ich anders extra war. so notiert, weil Ja, sie hat es zumindest nicht verhindert. Du ja. meinst es jetzt in dieser Hinsicht, Ja. ne? Also Ja, das. also sie hat davon gewusst und ja, und hat sich dann nicht eingemischt, hat Genau. es nicht verhindert, aber am gleichen Tag wurde ja auch die Strafanzeige dann noch Genau, durch richtig. die drei gestellt. Ja. Und das war ja auch die Diskussion, ob das quasi verabredet gewesen war.
ob das so geplant war quasi, dass das man das alles an einem Tag macht. Und da hat sie meines Erachtens das auch halt erneut, wie alle anderen bisher auch, so dargestellt, als wäre das jetzt reiner Zufall gewesen. Ja, Und absolut. ja, Voller das ist Zufall. natürlich schon ein sehr großer Zufall, dass man genau an dem Nachmittag, wo diese Sendung läuft, und Ja. ja, die Viviane Fischer an die Öffentlichkeit geht und sagt, da sind Unregelmäßigkeiten und Rainer Füllmich wird jetzt bis auf Weiteres nicht mehr im Ausschuss Ja, teilnehmen. genau. Da gibt es ja natürlich auch eine Anschlussfrage an dich, weil, Strafanzeige gestellt wird. ja. Also, dass, ja, dass das Zufall sein soll. Also, ich halte das nach wie vor für äußerst unglaubwürdig, auch wenn das bisher alle drei Zeugen so bestätigen Okay. wollten. Ich wollte dir nicht dich unterbrechen, aber ab und zu hast du Unterbrüche und da höre ich dich dann nicht mehr. Aber alles gut, wir machen weiter. Da gibt es eine Okay. Anschlussfrage, weil man hat dann auch gefragt, wie war das mit dem 5 gegen 1? Also da war ja diese spezielle Sendung, 5 Leute haben dann auf reingedroschen, kann man so sagen. Dann gesagt, ja, wie kommst du darauf, dass das alles gesellschaftsrechtlich in Ordnung ist? Weil der Corona-Ausschuss damals war nicht die erste Gesellschaft, sondern das war die neue Gesellschaft, wo man gegründet hat, wo Rainer Füllmich und Viviane Fischer 50-50 beteiligt waren. Weil gesellschaftsrechtlich könnte das problematisch sein. Und dann kam von ihr die Antwort, sie gingen davon aus, dass das 25, 25, 25 ist, also 75%. Und dann können sie natürlich machen, was sie wollen. Das fand ich auch sehr Ja, sie hat amüsant. gesagt, dass das im Namen der ersten Gesellschaft war, Ja, ihrer Meinung natürlich. nach. Ja. Also, Sie haben jetzt irgendwie, was war das? Das war dann bei 118 Sendungen gemacht, haben dann mittlerweile die Gesellschaft geändert, war bisher dann immer in der neuen Gesellschaft. Die erste Gesellschaft war immer noch nicht eingetragen. Das wissen ja die meisten. Und plötzlich aus dem Nichts heraus gehen wir zurück in die erste Gesellschaft und machen das und lassen Rainer außen vor. Auch das hinkt gewaltig, meiner Meinung nach. Aber ja. Ja, und es ist ja auch immer noch die Frage, ob da nicht eine Asset-Übertragung stattgefunden hat oder eine Rechtsnachfolge, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, man hat das ganze Format eigentlich nur noch mit der zweiten Gesellschaft betrieben, mit der SCA. Ja. Und ja, aber es gibt auf keinen Fall eine Rechtsnachfolge und es kann auf gar keinen Fall so sein, dass die Geld sind. Also das Ganze ist sehr widersprüchlich. Das wird Absolut. immer Bin ich so voll bei dir. hingebogen, wie das irgendwie gerade passt und vor allen Dingen offensichtlich irgendwie passt, dass man diese Strafanzeige stellen konnte und diesen Strafvorwurf aufrechterhalten kann. Definitiv, sehe ich auch so. Dann kam auch dieses Dossier, wo ja gestern Miseré vorgelesen hat. Das ist ja sehr brisant. Dann kam die Aussage, dieses Dossier hält sie für falsch. Und später hat sie dann noch einen anderen Begriff gesagt, sondern Quatsch. Ja, sie Interessanter. hält es für fake, oder? Nein, Als also Maßnahme. falsch und Quatsch. Diese zwei Wörter hat sie benutzt. Okay. Ja. Und dann hast du ja auch nachgefragt, oder Rainer, Moment mal, wieso weißt du das? Und dann kam auch heraus, dass sie gestern noch mit dem, wie heißt der Herr, gesprochen hat. Das Mit sind, Marcel Lute. ja genau, mit Marcel Lute gesprochen hat, hat sich herausgestellt, dass ein Freund ist von ihr. Genau, das hat sie, da muss man halt wiederum sagen, das hat sie immerhin ehrlich beantwortet, Ja. ja. Also, und genau, sie kann es sich deswegen halt auch nicht vorstellen. Und ja, Rainer Füllmich hat, glaube ich, nachgefragt, hältst du es für fake? Also der Begriff Fake fiel auf jeden Fall auch. Ja. Und so hat sie es wohl gemeint. Und ja, das ist genau ihre Meinung dazu. Aber sie konnte das natürlich nicht begründen. Also sie hat es dann begründet, meine ich, damit, dass sie eben mit Marcel Lute befreundet sind, dass sie ihn für einen sehr netten Menschen halten und Ja. sich das deswegen nicht vorstellen kann. Ja, gut, das nehmen wir mal so zur Kenntnis und wir werden natürlich weiterschauen, was da ist. Ich gehe davon aus, wenn ein Christoph Miseré sowas vorliest, dann macht das nicht aus Plausch und wird das irgendwo erfinden, sondern da wird dann sicher auch später noch darüber zu reden sein und auch Hallo, du entsprechend, warst jetzt leider auch ja, weg, mir also war ich auch weg. teilweise wohl Also störend. das liegt nicht an meiner Leitung, aber da können wir nichts tun. Du bist halt momentan nicht in einem guten Wi-Fi, aber das kriegen wir hin. Ja. Also, Ja, also das ist genau. Es gab natürlich dieses Dossier in allgemeiner Form nicht. Und dann, also es gibt da mehrere Bausteine zu dem Dossier meines Erachtens. genau. Aber
Trotzdem ist natürlich davon auszugehen, eben, das liest kein Strafverteidiger, führt das einfach so mal ins Verfahren ein, weil er sich denkt, das ist jetzt irgendwie ein guter Gimmick. Also das ist Ja. völlig abwegig. Ja. Dann habe ich so ein bisschen den Knall dann notiert. Einer hat sie geschrieben, es geht um diese Vergleichsverhandlung, wo sie im März, das lass mich sagen, war das März 23, kann das sein, gestartet haben? Glaube ich ja. Das ging der Start März 23 und das hat dann gedauert bis im September. Und das war dann schlussendlich, diese Vergleichsverhandlung war der einzige Grund, das überhaupt zu starten. Der Grund war, und jetzt kommt's, sie wollten mit dieser Taktik Rainer in den Knast bringen. Das hat sie bestätigt. Genau, das war das, wo wir ja im Endeffekt auch vorhin angefangen haben. Ja. Das hat sie bestätigt. Das hatte ja auch der Justus Hoffmann schon bei seiner Einvernahme vor Gericht bestätigt. Sie hätten das nicht mehr gemacht, um wirklich mit Rainer zu einer Lösung zu finden, also um da Vergleichsverhandlungen, also ernsthafte Vergleichsverhandlungen durchzuführen und das Ganze einer Lösung zuzuführen, sondern nur mit dem Ziel, quasi, dass Rainer Füllmich verhaftet wird und einer Strafverfolgung zugeführt wird. Ja. Also das ist für mich schon ziemlich krass, weil man muss ja sagen, Sie haben ja seit März 23 E-Mail kommuniziert und Vorschläge hin und her. Und der einzige Grund, das hat sie dann bestätigt, dass sie das gemacht haben, ist, dass Rainer im Knast landet. Das hat sie bestätigt. Also tut mir leid, dass ich nochmal sage, aber ich finde das wirklich krass, diese Aussage. Ja, ist sie ja auch. Also Also. das ist das, was wir ja vorhin am Anfang auch schon besprochen haben, Ja. wo ich gesagt habe, bei dem Zeit- und Arbeitsaufwand, den Sie dann da reingesteckt haben, kann man tatsächlich schon fast von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft sprechen. Definitiv. Und ein weiterer Punkt, das war auch Degussa, das kommt dann ein weiterer. War das auch die Idee, dass Rainer vielleicht zurückkommen müsste, um die Unterschrift zu tätigen, um ihn dann zu erwischen? Das war auch noch ein weiterer Punkt, oder? Degussa. Ob man ihn da hätte verhaften Ja, wollen. da hat sie auch bestätigt. Ja, da gab es ja immer wieder unterschiedliche Ansätze offensichtlich, genau. Und in dem Rahmen wurde ja dann auch überhaupt nochmal die Vollmachtsvergabe diskutiert und ob Martin Schwab da sich möglicherweise auch rausgezogen hat, weil er dann irgendwie schon Bedenken hatte, dass er sich da, also ob er wusste, dass dies Ganze der Strafverfolgung dienen sollte von Rainer Füllmich und ob er sich nicht aus dem Grund da vielleicht auch rausgezogen hat, weil er sich daran nicht beteiligen wollte. Aber das wird man erst bei seiner eigenen Zeugeneinvernahme im Zweifel klären können. Also das ist vielleicht ein Punkt, dass man schon sagen kann. Du hast es erwähnt, Martin Schwab wird wahrscheinlich dann auch als Zeuge vernommen werden. Und dann kann man das dann nachfragen, was war der Grund, wieso er sich zurückgezogen hat. Vielleicht hat er das ge gemerkt, da stimmt was nicht. Und möchte, Rainer hat es gesagt, die Finger nicht schmutzig machen. Und das werden wir sicher noch erfahren. Genau, das denke ich auch. Dann, das haben wir schon besprochen, die Steuerschätzung ist nicht bekannt. Sie wollte dann sagen, ja, das ist, wir haben x-tausend ist geschätzt, was wir zahlen müssen. Dann hat dann Rainer nachgefragt, ja, wie viel ist es genau? Wie viel Euro habt ihr im Maximum zu bezahlen? Dann hat sie gesucht und gesucht und sie hat nichts gefunden, weil Rainer immer noch sagt, Stand heute gibt es keinen Steuerbescheid und deshalb ist es eigentlich obsolet, über das zu diskutieren. Viviane hat gestartet, also arbeitet er weiterhin im Corona-Ausschuss. Rainer hat mit ICIC die Aufklärungsarbeit weitergemacht. Und dann fragt Rainer natürlich zu Recht, wieso macht ihr das nicht? Und sie behaupten ja, nee, wir müssen zuerst abwarten wegen der Steuerlast. Und wenn wir das dann wissen, dann fangen wir dann an mit der Aufklärungsarbeit. Das war doch so ein bisschen die Aussage. Ja, genau. Also man wartet entweder den Ausgang dieses Verfahrens ab oder man wartet die Steuerschuld ab und dann könnte man mit der Aufklärungsarbeit wieder anfangen. Ja, genau, richtig. Also das Also, ist natürlich ja man kann ja auch von Viviane Fischer halten, was man will, aber sie hat ja das gleiche Problem. Sie hat ja auch möglicherweise diese Steuerlast, wo auf sie zukommen könnte. Nichtsdestotrotz macht sie ja auch die Aufklärung so gut, wie sie es kann. Und Rainer hat das gleiche getan. Und diejenigen, die jetzt momentan das meiste Geld haben auf ihrem Konto, die warten mal auf die Steuerbescheid. Also sorry, ich kann das nur noch mit Galgenhumor nehmen, sonst erträgt man das nicht mehr. ja, das stimmt. Wobei man muss natürlich sagen, das Geld ist nicht auf dem Konto.
Ach so, doch, durch den Doch, Hausverkauf, doch, klar, doch, natürlich, das ist klar. richtig. Templin. Das wurde ja auch immer wieder diskutiert, ob sie nicht mal darüber nachgedacht haben, eben mit diesem Geld die Aufklärungsarbeit weiter voranzutreiben oder was sie gedenken, mit diesem Geld zu tun. Genau. Und da ist ja offensichtlich auch gar kein Problembewusstsein, zumindest ist offensichtlich nicht geplant gewesen und auch, dass man damit die Gesellschaft weiter betreibt oder davon Aufklärungsarbeit betreibt oder davon Steuerschulden bezahlen könnte, also oder das irgendwem wieder zukommen lassen könnte, der Aufklärungsarbeit betreibt, also wie dieses Geld überhaupt verwendet werden soll. Da, ja, da kam halt in der Richtung zumindest keine Antwort. Ich habe da nochmal ganz kurz, dieses Dossier kommt dann später nochmal, ich halte das für Quatsch, ich habe das extra aufgeschrieben, wenn ich so notiere, dann hat sie es auch gesagt, dieses Dossier. Und sie hat dann gesagt, über uns, das fand ich auch sehr spannend, sie hat das gesagt, über uns. Also das fand ich sehr interessant. Ich habe nicht gesehen, dass da im ganzen Dossier etwas von Antonia Fischer erwähnt wurde. Das heißt Sie ja sagte wahrscheinlich, über uns, das hat sie gesagt, ich habe das notiert, über uns. Das kann dann aber in vielleicht, welchem Zusammenhang soll sie das das gesagt war in haben? dem Dossier, dass man das über uns geschrieben hat. Aber das werden wir wahrscheinlich noch bei Nicole, die macht ja fast ein Protokoll, mal schauen, was sie dann schreiben wird. Vielleicht wird das dann noch bestätigt. Aber ich habe mir ganz klar aufgeschrieben, ich halte das für Quatsch, das Dossier und über uns. Also natürlich müssen wir das noch prüfen, aber das fand ich dann sehr spannend, wie sie diese Aussage gemacht hat. Aber einfach das mal als Info, das können wir mal so stehen lassen und gucken, was dann noch kommt. Okay, ja, das wäre dann eventuell. Ich weiß es nicht. Jetzt warst du kurz weg. Ja, Marcel, leider gerade auch, ja. ja. Marcel, der, wie heißt der? Jute, oder wie heißt der? Der Name habe ich noch nicht im Kopf. Der, ist das Jute? Der Politiker heißt Marcel Lute. Lute, genau. Das sind ja Freunde, das haben wir gesagt, und hat dann auch kurz mit dem Staatsanwalt, ob man darüber gesprochen hat. Das war auch ein Thema, aber das war nicht so Du klar. warst jetzt leider wieder weg. Ja, du hast da deine Verbindung, müssen wir optimieren, dann mal schauen, was wir machen Ja, können. das ist jetzt hier im Hotel, ja. Gut, dann muss ich mal gucken, was war noch. Dann habt ihr abgefragt, ob es da ein Verfahren gegeben hat wegen diesen 25.000 Euro Mahnbescheid. Sie haben dann behauptet, es gäbe eine Aktennotiz. Da habe ich dann auch noch Leute, die das aussagen, dass das so nicht ganz korrekt ist. Das werde ich dann später nochmal in der Sendung bringen. Dann war noch diese antisemitische Äußerungen. Das hat dann war auch spannend, weil sie ja dann schlussendlich gesagt hat, ja, das hat war ja vor allem die Aussagen von Justus Hoffmann und nicht unbedingt von ihr in der Anzeige. Du meinst jetzt der Verfasser der Anzeige? Ja, da gab es eine antisemitische Äußerung, wo sie dann plötzlich mehr auf Justus Hoffmann ja, gesagt hat, der hätte das so geschrieben. Und dann hat natürlich Rainer zu Recht gesagt, ja, Moment, du hast unterschrieben, dann hättest doch du da auch zustimmen müssen zu dieser Aussage. Ja, gut, das war halt an mehreren Stellen der Ja. Fall, dass sie zugegeben hat, dass sie die im Zweifel jetzt vielleicht nicht so richtig geprüft hat oder nicht ganz durchgelesen hat, die Strafanzeige, ja, Ja. und dass sie die einfach unterschrieben hat. Das stimmt. Und Rainer Füllmich hat ja dann auch nochmal aufgeklärt, worauf Justus Hoffmann das bezogen hätte, beziehungsweise was Inhalt seines Verfahrens da war zu diesem Vorwurf Ja. der Verhetzung, ja. Und dann haben wir die nächste Absetzung. Ah ja, genau, das war ja, da gab es, glaube ich, nochmal einen neuen Vorschlag. War das am 24. Februar? Kann das sein? 24? Irgendwie im Februar war das. Da haben sie nochmal einen Vorschlag gemacht. Da war die Idee, das Gold, das Geld, dann soll Rainer noch Anwaltskosten übernehmen. Im Prinzip einfach alles. Und dann war noch die Ranch in Kalifornien, haben sie auch noch erwähnt. Ja, eigentlich sollte einfach Rainer am besten Fall im Knast bleiben. Alles, was er noch hat, bitte rüberschieben. Das war so der Vorschlag für diese, wie sagt man dem? Wie heißt dieser Vorschlag?
Einigung oder was? Nein, wie ist das? Ja, Einigung oder Vergleich. Vergleichsvorschlag. Das ist Vergleichsvorschlag. natürlich, ja, juristisch gesehen ist ein Vergleich immer etwas, wo sich beide Seiten irgendwie in der Mitte treffen oder entgegenkommen. Ja. Und insofern ist das natürlich hier kein Vergleichsvorschlag, wenn man einfach von einer Seite alles fordert. Also ja, das ist natürlich auch ganz klar. Also, Aber wurde dann auch wieder mit der Steuerschuld begründet, meines Erachtens. absolut. Und die Steuerschuld weiß man zwar nicht, aber jetzt muss man mal einfach ganz hoch angeben. Man hat noch keinen Plan, aber der Steuerexperte ist ja auch nicht gerade unbekannt. Wird dann auch noch spannend sein, was vielleicht das eine oder andere noch rauskommt. Werden wir noch gucken. Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest vom heutigen Tag? Nee, das war im Endeffekt so, das waren die wichtigsten Punkte, die jetzt auch die öffentliche Befragung angingen. Es gab ja, wie gesagt, noch einen nicht öffentlichen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Genau. weil es da einen Antrag gab vom Justus Hoffmann zu. Und genau, da kann ich deswegen auch gar nichts zu Ja, sagen. verständlich. Ja, das hat halt nur auch Zeit in Anspruch genommen und deswegen war dann im Endeffekt auch der Tag, der Prozesstag irgendwann rum. Okay. Wir können vielleicht noch erwähnen, der nächste Prozesstag ist am 19.04., wird nur ein halber Tag sein. Kann man sagen. Genau, das wird ein Freitag sein Ja. und als Zeuge ist jetzt Tobias Weißenborn geladen. Okay, das kann man sagen. Also Tobias Weißenborn wird der nächste Zeuge sein. Man wird natürlich gespannt sein, ich denke wahrscheinlich alle, wenn dann Marcel Templin im Zeugenstand ist, das wird dann wahrscheinlich die Hütte voll sein, weil das wird dann tendenziell sehr spannend. Genau, das Ja. denke ich auch. Ja. Ja, Katja, ich möchte mich bedanken für deinen Einsatz. Einfach, dass du das noch weißt. Im Chat am Anfang sagen, haben auch viele, ich soll dich grüßen und ein großes Dankeschön sagen für deinen tollen Einsatz. Das sei nicht selbstverständlich. Und ja, einfach, dass du es das nur nebenbei mitbekommst, dass da viele Menschen einfach auch dankbar sind. Natürlich ist es ein Job, wo du machst. Nichtsdestotrotz gibst du wirklich Vollgas und versuchst das Beste für Rainer umzusetzen. Du wirst auch morgen nochmal bei Rainer vorbeigehen und ihn besuchen. Und natürlich bleiben wir in Kontakt. Wenn was zu berichten ist, gehen wir wieder live. Vielen Dank. Wir bleiben dran. Ah ja, vielleicht noch ein Satz, das habe ich jetzt vergessen, dass die Leute immer noch fragen, diese Anträge, wo ja Rainer gestellt hat, da haben natürlich viele gehofft und erwartet, dass man jetzt heute eine Antwort bekommt. Kannst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen, wieso dass es heute nicht der Fall war oder wieso dass es eben so ist, wie es ist? Genau, erstmal ganz lieben Dank für die Grüße. Und richtig, das hatte ich ja auch kurz nach der Verhandlung heute nochmal erklärt im Beisein von einigen Prozessbeobachtern. Es ist halt einfach so, der Vorsitzende hat das halt verschoben. Das ist aber nicht so, dass verschoben hier aufgehoben heißt, sondern diese Dinge können auch jederzeit außerhalb der mündlichen Verhandlung entschieden werden. Man muss jetzt also nicht auf den 19.04. warten, bis da eine Entscheidung fällt. Das ging um Anträge genau zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Ehefrau von Ja. Rainer Füllmich und auch gegen die unbewachte Telekommunikation mit ihr. Das sind Anträge, die ohnehin auch noch schriftlich gestellt wurden, die auch schriftlich außerhalb der Hauptverhandlung entschieden werden können, jederzeit. Und dann ging es natürlich auch nochmal um die beantragte Entlassung aus der Untersuchungshaft, also die Beendigung der Untersuchungshaft. Und ja, wenn darüber jetzt nicht entschieden wurde, heißt das natürlich, dass da heute dann auch nicht positiv darüber entschieden worden wäre, weil ansonsten, dass das hier ein Verfahren ist, das ja auch dem beschleunigten Verfahrens Grundsatz hier unterliegt nach StPO, das merkt man halt auch ganz deutlich, auch wenn es jetzt für Laien vielleicht nicht so erkennbar ist, aber das Gericht behandelt das Verfahren hier ta tatsächlich beschleunigt und wird natürlich alles tun, damit auch die Untersuchungshaft kurz zu halten. Aber sobald quasi ja alles für eine Haftentlassung spricht, würde das natürlich auch sofort auch wieder außerhalb der Hauptverhandlung ausgesprochen werden. Also das ist ganz klar. Da muss man jetzt auch nicht bis zum 19.04. warten. Das Ja. kann jederzeit geschehen. Aber wenn darüber halt nicht entschieden wurde, ausdrücklich, dann ist das halt auch ja ein ganz klares Indiz dafür, dass das auch heute nicht positiv entschieden worden wäre. Ja, danke für die Infos. Leider Wir Gottes. Ja. bleiben dran und wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und bis bald. Wünsche ich auch. Danke. Tschüss, Zurück. ciao, ciao. Tschüss.
So, das war Katja Wörmer, Rechtsanwältin im Team, im Rechtsanwaltsteam von Rainer Füllmich. Jetzt schaue ich noch, es gibt natürlich weitere Infos, die ich euch teilen möchte. Ich schaue immer wieder, ob ich noch was bekommen habe, was wichtig ist, mit euch zu teilen. Es kommt immer wieder mehr Sachen rein. Okay. Gut. Dann das mal anschauen können. Mal zwischendurch mal ein großes Dankeschön an mein Team. Die haben die Fleißarbeit gemacht und haben im Schnelldurchlauf mal geschaut. Ich mache das ein bisschen größer, sonst ist das nicht leserlich. So, machen wir mal sowas. So, geht das besser schon, oder? So. Okay, da seht ihr, da sind die Sitzungen. Sitzungen, die angefangen haben, das Datum der Sitzung, dann Dauer, wie viele Telegram-Views wie viele Views auf Telegram, wie viele Views auf Odyssey, dann wer war dabei. Da hatten wir Füllmich, Fischer, Hoffmann, Fischer und Wodarg. Und dann ist einfach mal wichtig zu sehen, weil Rainer sagt immer wieder: Hey, sorry, ihr habt nicht wirklich viel gemacht. Und das kann man natürlich jetzt auch mal schauen, ob das stimmt. Dann gehen wir noch mal runter, wo dann plötzlich Rainer nicht mehr so willkommen war. Dann war er 117 Mal dabei, Rainer Füllmich. Die Viviane Fischer war, also es gibt ja auch so, das Team hat, wenn sie jetzt nur ein Drittel dabei waren, haben sie 0,3 reingeschrieben, deshalb diese Zahlen. Gibt es 117,66. Der Justus Hoffmann war 31 Mal dabei, also 31,6. Die Antonia Fischer 47 Mal. Und Wodarg 82, also fast, nein, 83 Mal. Also da seht ihr auch, wie das Ganze zusammengesetzt ist. Und natürlich, da seht ihr, Justus Hoffmann, sie ist nachher nur noch einmal, wenn ich das richtig sehe, genau. Das ist das, was sie dann heute auch gesagt hat. Nee, nee, wir sind nicht nur wir waren nachher auch noch aktiv. Also, liebe Antonia, liebe Justus, tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, ihr wart genau noch einmal im Ausschuss zu sehen. Das war's. Also, ihr müsst mal sehen, was das heißt. Also, ist nicht wirklich so extrem aktiv. Ja, und da kann man nochmal schauen, da hat das Team hinten auch dazu geschrieben. Das kann man gucken, ob man das mal publizieren kann. Rainer im Zoom und so weiter. Da sind die auch, da gab es dann auch, was war jemand nervös, was auch immer. Das gibt es dann auch. Schwarz gekleidet, einfach Zusatzinfo, die noch interessant sein könnten. Das wollte ich euch mal mit euch auch teilen, weil es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen, die nicht an der Satzung interessiert sind, Aufklärungsarbeit zu leisten oder zu tun. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass die zwei, Antonia Fischer und Justus Hoffmann, nicht ansatzweise diesen Ausschuss führen könnten. Das wäre mal wichtig zu wissen. Und das ist dann die große Frage, warum sind die zwei Menschen, Antonia Fischer und Justus Hoffmann, jetzt Geschäftsführer von der ersten Gesellschaft? Und erwarten das ganze Geld, also die 700.000 Darlehen und dann auch die 1 Million circa, mittlerweile 1,2 Millionen Gold, zurück in die erste Gesellschaft, wo Viviane Fischer nur noch Gesellschafterin ist und einfach sagen kann, da hat sie nicht mehr viel zu melden. Im besten Fall kann sie sagen, bitte, bitte, gib mir Geld, ich möchte noch ein bisschen weiterarbeiten, aber sonst ist da aus die Maus. Und das ist das, was einfach die Menschen verstehen müssen. Das ist das auch, warum Rainer Füllmich sagt, Viviane Fischer soll ihren Corona-Ausschuss machen, wegen von mir aus in der dritten Gesellschaft, die sie selber jetzt gemacht hat. Nicht zu vergessen, in der dritten Gesellschaft, wo sie alleine war, dang, die Gemeinnützigkeit war plötzlich gegeben. Das war dann auch interessant. Bisher war das nicht möglich, nur so ein Detail am Rande. Und Rainer Füllmich hat sie dann das eigene Format gemacht mit ICIC. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Antonia Fischer in ihrer Art und Weise und Rainer Füllmich in seiner Art und Weise diese Aufklärungsarbeit gemäß der Satzung weitergeführt hat und die anderen nicht wirklich Interesse haben, das zu tun. Doch, sie haben Interesse. Es gibt ein Interesse, sie wollen das Geld. Das ist meine persönliche Meinung. Und es ist natürlich praktisch. Stellt euch mal vor, was passieren könnte.
Du hast plötzlich knapp 2 Millionen Euro auf deinem Konto, sind zwei Geschäftsführer. Man könnte doch relativ einfach mit dem Mehrheitsbeschluss die Satzung ändern. Weil in der Satzung steht, es gibt für die Gesellschafter kein Honorar. Tja, macht euch mal Gedanken. Nur so nebenbei.